Und Hallöche, Freunde! So, 8 und 7 gedrückt, durchgebufft, weiter geht's. Moin, haben wir? Jo, haben wir. Oh, warum bin ich so träge? Warum bin ich so langsam? Komme ich mir jetzt gerade nur so langsam vor? Gut, weiter geht's. X-Max ist wieder drinne. Und heute wollen wir mal eine Aufnahme ein paar Terkine plätten. Hoffen wir es mal, dass ich das schaffe. Ich habe mir jetzt das Zeitfenster von 45 Minuten gesetzt gehabt. Weil dann beginnt etwas, was ich ja jetzt gerade hier nicht so offen rumgeben möchte. Sagen wir Zeitfenster 45 Minuten und bis dahin, ja, Delkin kriegen wir hin. So. Zack, 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 zack. Hier haben wir es. Ah, okay, ja, also der rennt doch ordentlich. Gut, der kam mir erst so ein bisschen langsam vor, aber na gut, na gut. So, hier gehen wir mal weiter. Richtig, Tal der Könige. So müsste es heißen, wo wir jetzt hinwandern. Ah, die Manticore. Okay, waren keine wirklich Manticore, aber halt diese, wie heißen sie? Insektoiden. Eine Welle und down sind sie. Bam! Die haben wir jetzt auf die Mütze gegeben. Weiter geht's. Stirb, du Skorpid. So, hier weiter, 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 weiter. Ich glaube, bei diesen Riesenskorpionen, da haben wir noch ein paar Probleme, weil der ganz schön viel Lehm, aber ist ja auch kein Wunder bei so einem kolossalen Monster, ja. Hui! Untote! Langweilig. So. Bam! Scheißt auf Pflanzen. Ja? Meltas vs. Zombie. So heißt es. Und Mumien, ja? Kommt schon. Kommt schon. Kommt näher. Sams, da haben wir's. Hier, den müssen wir. Den müssen wir. Ah, okay, aus denen kommen immer diese Grotenskelette. Dann machen wir die halt nach und nach platt. Da unten sind noch Käferle. Die machen wir auch gleich noch. Kopf kürzer. So. Haben wir. Das ist echt lahm hier mit denen. Okay, das haben Zombies an sich, dass sie lahm sind. Aber besonders spannend ist es auch nicht, gegen Zombies zu kämpfen. Selbst wenn sie Bögen haben, sind sie grottig. Ah, okay. Das wird alles spektakulärer, wenn wir dann erstmal in der Nähe des Tekken sind. Kann ich euch sagen, kann ich euch sogar versprechen, ja. Da lege ich hier extra sogar meine Hand dafür ins Feuer. Denn das sind dann ein paar... Ja, wie kann man sagen, interessantere Grabanlagen, wo sich der Terkin da versteckt. Aber dazu dann später mehr. Jetzt versuchen wir hier erstmal ein bisschen so einen kleinen Überblick uns zu verschaffen, was wir hier alles töten müssen. Okay, hier sind wir so eine komische Hohepriester. Mit Todesvision. Ah, und Bombe! So, Bombe gezündet. Ui, 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 ui. So, und jetzt Bombe gezündet. Wir haben einen Heiltrank reingeballert. So, Hammer. Der Typ kriegt noch jetzt Schild übergezogen. Hier die Kiste geöffnet. Wolfsklaue haben wir natürlich 20.000 schon vollständig. 20.000 Relikte, wir nehmen es trotzdem mit. Oh, hier ist ein Helden. Ein Helden-Zombie, ja. Den haben wir aus den Ringesäckchen geballert. Ohne dass er es wirklich mitbekommen hat. Oh, seht, da ist ein Helden-Zombie. Wumms, weg war er. So muss das aussehen. Ich hoffe, im Hades sieht das dann ähnlich aus. Ach ja, der Hades. Das wird ein entspannt. Na, entspannt wird es nicht, aber das wird ein interessantes Ding. Das wird ein interessantes Gebiet. Denn der Hades ist dann wirklich diese
Wie ihr natürlich wisst, die Unterwelt der Griechen. So. Ach, hier der korrupte Priester war das. Oder die korrupte Priester. Essenz von Seths Verrat, das passt ja hier super bei diesem korrupten Priester, dass der diese Essenz bei hatte. Das haben wir. Da können wir jetzt hier wieder raussporten und dann uns ja gleich mal auf den Weg nach dem Tal der Könige machen. Hier kommen wir nicht um die Ecke. Okay, da nach hinten ist vorbei. Da kommen wir nicht weiter. Jetzt geht es nur noch nach unten. So, die haben wir auch getötet. Hier haben wir noch zwei Kisten übersehen. So. Aber ich wusste ja, wir kommen hier nochmal lang. Ne? Und deswegen habe ich die Kisten nochmal hier rumliegen lassen. In der Hoffnung, dass sich da ein blauer Gegenstand entwickelt in dieser Kiste. Aber ja, so viel dazu. Das Spiel ist uns nicht hold mit blauen Gegenständen. Fortuna hat uns nicht geküsst. Bam! Da, Magma-Käfer, kriegst eh ne. So. Hier gehen wir wieder durch das durch das Tor. Aha, aha, aha. Da haben wir schon mal den Weitblick. Da wissen wir schon gleich, wo wir noch hin müssen. Oder wo wir hingeraten werden. Okay, jetzt haben wir hier unser Eisschild. Oh, und hier eine Wüstenhexenheldin. 1215 EP. Finde ich okay. Dafür, dass wir so zwei Moves in die Reihe hauen mussten. Ne? Einmal Rechtsklick, einmal die 1 drücken. Verkraftbar. Da haben wir ja mehr Mana von ihr wiederbekommen, als wir verbraucht haben. Aber was wir hier alles an Aalhaut. Was hat da gerade geglitzert? Okay. Was wir hier an Relikten allgemein bekommen, also das ist unglaublich. X Maxa sei Dank. Also wenn es um Artefakte geht, ich glaube mal, beim Zusammenbauen wird es nicht an diesen Relikten scheitern. Mehr, dass wir irgendwelche Zauberspruchrollen uns noch von irgendwelchen Händlern kaufen müssen und die dann elendig lange suchen, aber bei Relikten, da durften wir echt keine Probleme haben. Ach nee, wir hatten, doch, da hatten wir ja ein Problem, aber das sind halt nicht diese von den Kreaturen, sondern von den, diese Essenzen. Ja? Also mit Essenzen meine ich die Dinger, diese von den Göttern. Und Relikte meine ich das Zeug, was hier aus diesen Kreaturen rausfällt. Bei dem einen fällt mir gerade ein, uns fehlt ja das von der Harpier. Uns fehlt diese Feder. Reines Gefieder, genau. Reines Gefieder, so hieß es. Erkranktes Gefieder hatten wir unzählige Male. Genauso wie diese Wolfszene und so weiter und so fort. Das hatten wir haufenmal, aber uns fehlt einfach Ort der Wahrheit. Uns fehlt einfach ein reines Gefieder. Damit müssten wir eigentlich mal, mit diesem Auftrag müssten wir einfach mal nach Ägypten reisen und dort noch ein paar Harpien aufs Maul hauen. Aber mir fällt gerade kein gutes Portal ein, wo wir diesen Auftrag mal eben so erfüllen könnten. So, Spektralmaterial. Das ist hier der Ort der Wahrheit. Also. Bam! Haben sie Sand in die Augen bekommen, oder? Was war da jetzt los? Hier nach unten geht's nicht. Doch, da geht's weiter. Ui, Banditen. Banditen. Bam. Bam. Hui. Hui. Ja, okay, die Plünderer, die werfen gerne mal diese komischen diese ja genau, Artillerieschläge rein. Aber die lassen uns komplett kalt. Oh, wir wurden genetzt. Als, ja.
als ein Jäger hat man da überhaupt gar kein Problem. Da hat man unter anderem den Buff, dass man eine hundertprozentige Gefangenschaftsreduktionsdauer hat. Gefangenschaftsdauer. Und das heißt, man wird zwar kurzweilig genetzt, also die Animation des Netzes entsteht, aber man braucht nicht auf dieser Position rumstehen und sich anschlagen lassen. Das ist der Vorteil dabei. Oh, wir wüten hier. So geil. Bam! Wolfsklaue. Nehmen wir mit. Ich hoffe eigentlich dann auch darauf, wenn wir diese Verteidigungsmeisterschaft vollständig haben, dann werden wir erstmal diesen Buff lernen, diesen passiven Skill lernen mit dem Schildschlag. Also diese Schildschläge, die hauen richtig rein, richtig krassen Damage. Und die brauchen wir auf alle Fälle später. Wir können natürlich auch weiter diese Welle hier, diese Sphäre, wie heißt das, Störwelle, reinknallen, aber das ist natürlich dann auch blöd, wenn man dann hier gegen Einzelne kämpft. Auch wenn wir die ganze Zeit dann rumrennen und immer, ja, ist eine gute Sache und die muss ich noch überlegen, wie wir es am dümmsten anstellen. Denn jetzt, wo ich das erklären wollte, wieso wir das machen, ist mir eingefallen, wir rennen ja die ganze Zeit durch die Gegend wie so ein Assassine und versuchen eigentlich nur damit zu töten, hier mit denen hier. Bam, rennen wir weiter und bam. So, dass da nicht wirklich was passiert. Wenn wir jetzt die Schildschläge und sowas gehen, dann müssten wir ja eigentlich den offensiven Kampf dann auch wählen. Und auch mal bei den einzelnen Gegnern stehen bleiben. Und hier halt auch mal draufhämmern. Dann wäre es natürlich von Vorteil, wenn er dann die ganze Zeit mit dem Schild, schlägt. Durch diesen Schildschlag, ja, macht er wesentlich viel, also mehr Damage. Also das kann man gar nicht mit einem Schwert vergleichen, was der da an Schaden rausknallt. Finde ich sehr, 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 sehr nice in diesem Spiel mit dem Schild. Denn in anderen Games wird so ein Schild immer als Billigwaffe ja, deklariert und vielmehr als Defense. Aber bei dem Spiel hier, bei Titan Quest Immortal Throne, sowie bei Titan Quest normal, ist ein Schild eine wahre Waffe. Und so ist es ja eigentlich auch. Man kann den ja, das habe ich auch bei Gladiator gelernt gehabt. Das war sogar beim ersten Kampf. Da hat er die Leute mit seinem Schild verprügelt gehabt. Also bei Gladiator, für die Leute, die den Film nicht kennen, erstmal Schande über euer Haupt. Nein, nein, ist ja kein Problem. Aber bei dem, was dort geschehen ist, bei dem ersten Arena-Kampf, die mussten sich irgendwie so einen Gladiatoren-Status erstmal erkämpfen. Weil die, wenn man als Gladiator angefangen hat, war man ja ein Bauer sozusagen. Man hatte keine wirkliche Kampfausbildung und man war ein Noob. So. In diesem Fall wurden zwei Sklaven aneinander gekettet. Und ja, der eine hat ein Schwert bekommen, der andere ein Schild. Und er war dann in der misslichen Lage, sich nur verteidigen zu können. Ja, also das hat er dann auch ordentlich bewiesen, dass er mit diesem Schild auch austeilen kann. Und das fand ich auch immer cool. Aber bei den meisten Games kann man mit einem Schild maximal blocken, aber hier ist es wiederum anders. Und das finde ich nice. Das finde ich richtig nice. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Man sollte diese Schildschläge schon nutzen, wenn sie einem angeboten werden. Bam. Okay. Hier wandern wir mal weiter, Hier oben sehe ich auch schon, dass da wieder Händler sein sollen. Und ich glaube, ja, bam, angekommen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Wir sind im Tal der Könige. Oh ja. Nur mal so als Info. Solltet ihr pinkeln müssen, dann wäre es jetzt der richtige Moment. Das wird nämlich eine langwierige, ja, doch Sache. Hallo. Hallo. So, hier, das verkaufen wir nochmal. Und ja, das ist, ach, lassen wir erstmal so im Inventar. Hier haben wir auch ein Portal, schöne Sache. Brunnen. Und los geht's. Im Tal der Könige, so viel sei gesagt, es ist nervend.
wenn man nicht genau weiß, wo man hin muss. So, wenn man genau weiß...